Der November ist einer der optimalsten Zeitpunkte, um neue Bäume zu pflanzen. Und besonders in der Anfangszeit ist es halt sehr wichtig, dem Baum gute Anfangsbedingungen auch zu geben, damit er später gut und ertragreich wächst. Und da gibt es ja auch einige Probleme, wie zum Beispiel Nagetiere oder auch später dann sehr starken Schädlingsbefall, die halt dann den Baum einerseits nachhaltig schädigen können oder auch später dann die Ernte und den Ertrag. Und ich möchte dir einfach meine Tipps mitgeben, wie du auch mit Permakulturelementen oder mit, ich sag mal, mit Permakulturdenkweise deine Obstbäume pflanzen solltest, damit du später dann über die Jahre und Jahrzehnte eine wunderbare Ernte einfahren kannst. Zuallererst ist es mal sehr wichtig, welche Obstarten man zum Beispiel überhaupt haben möchte, was isst man denn gern und was nicht, und sucht sich da dementsprechend die einzelnen Obstarten raus, und dann geht man in der einen Art, zum Beispiel nur Äpfel oder den Birnen, geht man auf die entsprechenden Sorten rein und guckt sich da dementsprechend an, welche Apfelsorte hätte ich denn gerne, nach meinen Eigenschaften, nach meinem Essverhalten, was mag ich denn gerne und was nicht, mehr süß, mehr säuerlich. Also schaut man sich da dementsprechend an. Und wichtig auch dabei ist zum Beispiel bei Äpfeln oder auch bei Birnen, dass man auch die dementsprechenden Befruchter auch hat. Also da gibt es ja für manche Apfelsorten und auch Birnensorten und Pflaumensorten gibt es halt spezielle Befruchter. Und sollte man halt auch dementsprechend schauen, habe ich einen Befruchter für meinen Apfelbaum, dass ich auch dass der auch wirklich Früchte ranbekommt, und da auch schaut einfach darauf, dass das auch in Synergie passt und dass auch in der Nähe die entsprechenden Befruchtersorten mit dabei sind. Für euch sollte auch sehr wichtig sein, wenn ihr euch Obstbäume raussucht, welchen Standpunkt habe ich. Also steht der Baum in voller Sonne an der Mauer oder steht er vielleicht in der Kältebucht, bekommt kalte Winde ab. Im Winter könnte es ziemlich unangenehm sein, steht er im Halbschatten. Und solche Fragen sind dann einfach sehr wichtig, welche Obstsorten ihr auch da dementsprechend am besten und optimalsten da auch anbauen könnt, und auch wirklich bei dem Standpunkt auch schauen, kann ich da einen großen Baum hinstellen, kann er sich frei wachsen lassen, oder muss ich dann immer zum Beispiel, weil er nur über die Straße weghängt, dann riesen Äste wegmachen, oder weil er zu nah am Haus ist, da auch alles wegschneiden. Und wichtig auch, was ich immer in sehr vielen Gärten sehe, pflanzt eure Bäume bitte mit einem richtigen Abstand. Also ich persönlich, was ich auch euch empfehle, tendiere mehr zu hochstämmigen Bäumen, weil die halt für die Artenvielfalt und für die Tiere auch einen, sagen wir, Mehrwert auch bieten, wachsen auch dementsprechend sehr groß und brauchen auch sehr viel Platz. Und ich habe halt bei mir in manchen Gärten bei mir im Dorf gesehen, dass die dann Obstbäume, Halbstämme, glaube ich, waren es, dass die dann von versetzt 50 cm nebeneinander irgendwie zu nah beieinander waren und das dann einfach nur eine Katastrophe werden, weil da tut eurem Baum nichts Gutes, ihr bekommt keine Ernte, weil alles zu dicht ist. Da gehen die Bäume auch irgendwann kaputt, weil sie sich da gegeneinander in Konkurrenz zu stark stehen. Von daher passt auch wirklich auf, dass ihr auch genug Platz habt. Vor allem bei Nussbäumen kann da auch das Problem sein, dass man sich mal gerne so einen Nussbaum reinsetzt, der ist gerade mal 5 Jahre alt, und denkt sich, ach, das ist ja ein kleiner Baum, der weiß ja nicht, wie groß der wird. Und dann merkt man, dass der eigentlich so ein Walnussbaum, Kastanienbaum oder Maronenbaum, dass das irgendwann ein riesen Oschi wird und man das überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass der wirklich so groß wird. Ein kleiner Permakulturtipp von mir: Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Streuobstwiese bepflanzt, schaut, dass ihr, wenn ihr mehrere Obstarten habt, dass ihr dann das so handhabt, dass ihr zum Beispiel ein Kernobst, dann ein Steinobst und dann etwas anderes reinsetzt. Also zum Beispiel eine Gleditschie, schnell wachsendes Hartholz. Also als Beispiel setzt ihr da zuerst einen Apfel, dann als nächstes kommt dann eine Gleditschie zum Beispiel, dann kommt eine Kirsche, dann eine Birne und immer so weiter, dass ihr halt immer so unterschiedlich das handhabt. Natürlich in der Planung auch berücksichtigen, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit der Befruchtung auch drauf achten. Aber dass ihr halt immer die Bäume so in einem Abstand voneinander wegpflanzt, also nicht eine Reihe nur Äpfel oder eine Reihe nur Birnen, weil dann habt ihr das Problem, dass da dann wirklich der eine Schädling gleich von einem Apfelbaum in den nächsten kommt oder in den nächsten und in den nächsten, dass der da überhaupt keine Probleme hat und einfach nur die Reihe entlang fliegen muss oder rumkrabbeln muss und dann euch die ganzen Bäume kaputt macht. Also das ist einfach, dass ihr keine Monokultur habt, sondern eine Mischkultur, wie auch im Garten, dass ihr euch die Schädlinge nicht von einer Pflanze direkt gleich zur nächsten Pflanze springen könnt. Das heißt, hier so eine Schutzmaßnahme. Wichtig für ein gutes Wachstum vom Baum ist natürlich auch die Substrat, die Erde, und die auch dementsprechend vorbereiten, dass es der Baum gut anwurzeln kann und dann richtig stark Power geben kann. Das heißt, was ich auch empfehlen kann, das Pflanzloch für den
für den Baum doppelt so tief ausheben und da richtig viel Bokashi unten mit reinbringen, damit halt da die Regenwürmer das umsetzen können, dass da Leben mit reinkommt, die Mikroorganismen, dass der Baum davon zehren kann. Zum Video von Bokashi habe ich auch mal einiges erzählt. Kann ich euch oben in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise in der Infokarte, kann ich auch nur meine ganzen Bokashi-Reihe und auch meine Reihe zu effektiven Mikroorganismen, dass das sehr wertvoll ist, dass man da auch mit haben kann. Abgelagerten Mist kann man vielleicht auch mit einlegen und dann halt einfach schauen, dass halt das Substrat für den Baum richtig optimal ist. Man kann vielleicht auch mulchen mit Holzhackschnitzel, damit sich auch Pilze damit ansiedeln können, damit er einfach widerstandsfähiger wird, weniger Wasser auch benötigt, weil er mit den Wurzeln weiter nach unten kommt, auch durch die Pilze und da auch dir das nochmal zum Beispiel in den heißen Sommern das zusätzlich gewährleistet, dass euer Baum da wächst und nicht eingeht, weil er kein Wasser zur Verfügung habt. Was ihr auch machen könnt, was ich auch nur sehr empfehlen kann bei Wühlmäusen, so also Fraßschutz, ist, schaut, dass ihr auch eine Baumscheibe bepflanzt. Einerseits mit Knoblauch, mit Kräutern, Oregano habe ich zum Beispiel gemacht für die Bienen, Klee und sowas. Das ist ja eine bunte Vielfalt von Pflanzunterscheiden, von Pflanzen in der Baumscheibe, dass da halt die Wühlmaus nicht direkt da reingehen kann und euren Baum deswegen kaputt macht, weil die mag das halt nicht so gerne. Bei mir, ich habe es zum Beispiel gemacht, hat bei mir im Schrebergarten Erfolge getragen, dass da einige Bäume wegen dem Knoblauch zum Beispiel geschützt worden sind, dem Wühlmaus nicht direkt rangegangen ist. Was jetzt auch im Winter vermehrt aufkommt, wo er vielleicht auch mal in Erwägung ziehen sollte, das Topinambur, da gehen die Wühlmäuse auch sehr gerne hin und man kann zum Beispiel an eine Ecke von dem Garten, wo halt eure Obstbäume stehen, auf die andere Seite oder andere Ecke Topinambur reinsetzen, damit die Wühlmaus dahin geht. Soll eine sehr gute Ablenkungspflanze sein, habe ich bei mir zum Beispiel im Schrebergarten auch gemacht, hat wirklich funktioniert, da ist nichts vom Topinambur übrig geblieben und jetzt ist ja die Topinambur-Saison und wenn ihr noch keinen habt, kauft ihn bei euch, bei eurem Bauern vor Ort, einfach das Geschäft des Vertrauten und kauft euch dann eine regionale und frische Topinambur und setzt sie bei euch in den Garten mit rein. Und jetzt fällt ja auch sehr viele Astrückschnitte an von den ganzen Leuten. Holt euch die ganzen Sachen, holt euch das Astrückschnitte, habe ich auch Videos dazu gemacht wegen den ganzen Holzhäcksel, warum ihr das machen müsst, wegen dem Pilzansiedeln. Video werde ich euch auch oben in der Infobeschreibung verlinken. Allerdings ist es halt so, dass ihr neben der Pflanzenkohle, die ihr auch dazu nutzen könnt, euren Baum zu stärken, habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch auch verlinken, dass ihr neben der Pflanzenkohle auch Totholzhecken aufbaut, damit halt Kaninchen, Rehe, Wühlmäuse nicht an euren gesunden Bäume rangehen, sondern an eure Totholzhecke. Das ist auch eine sehr gute Methode, auch in Obstanlagen, dass man da das Totholz da in die Ecke hinwirft, damit halt da die Hasen etwas zum Knabbern haben und nicht die an den frischen und jungen Baum rangehen. Also holt euch die Sachen, legt Totholzhecken an, auch ein super Element in der Permakultur, um halt die Artenvielfalt mit zu erhöhen. Kurz und schmerzlos meine Tipps, wie ihr eure Bäume jetzt ranpflanzen könnt. Nehmt euch die Zeit, sucht euch die Bäume raus. Jetzt ist die optimale Zeit, um Bäume zu pflanzen. Der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war gestern. Heute ist der zweitbeste Zeitpunkt. Also macht das Video aus und sucht euch die Bäume raus und geht raus zum Pflanzen. Hier noch ein kleiner Tipp von mir für Leute, die in Bayern wohnen. Es gibt ein Förderprogramm, werde ich euch unten auch verlinken, dass halt bei mindestens 10 Bäume der Staat euch fördert, diese Bäume zu pflanzen, also den Preis für die Bäume an sich. Also schaut auch da gerne vorbei, informiert euch dementsprechend für Förderprogramme. Gibt es einiges, was da gemacht wird, damit auch ihr Obstbäume bei euch in den Schraubswiesen habt, beziehungsweise bei euch und hier über die Jahre hinweg kostenlos Obst und Gemüse ernten könnt. Also in diesem Sinne, schaut auch gerne auf meine anderen Videos vorbei zur Permakultur, schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, Coaching-Angebote zu meinen Kursen zur Permakultur oder im Allgemeinen auch mein Coaching, Einzelcoaching, Gruppencoaching, Monatscoaching zur Permakultur, damit wir in dieser jetzigen Zeit gemeinsam schneller in Richtung Selbstversorgung und Autarkie gehen können und du nicht unbedingt Zeit verschwenden musst und dir die ganzen Bücher und Erfahrungen und Fehler machen musst, die ich gemacht habe, sondern einfach verkürzt einfach alles durcharbeiten kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast für uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.